Frau Reinhardt, Landwirtschaft ist ja, das haben Sie auch schon gesagt, ist nicht etwas, was man einfach so ein bisschen für sich im stillen Kämmerchen macht. Da sind ganz viele beteiligt. Wie und mit wem arbeiten Sie zusammen? Agroskop ist ja so wie ein Bindeglied zwischen anderen Forschungsinstitutionen, national und international, aber dann natürlich auch mit der Branche, mit der Landwirtschaft, mit der Industrie immer wie mehr. Also wir haben eigentlich von den Partnern her immer wie mehr Variabilität oder Diversität. Ein Beispiel zum Beispiel Digitalisierung, ein Schlagwort. Da arbeiten wir mit Firmen zusammen, wo man vor 10 Jahren noch nicht einmal daran gedacht hat. Bildgebende Methoden, also Drohnen, Satelliten etc. Also das ist sehr, sehr breit. Eigentlich sind wir einfach ein Teil vom Wissenstransfer, wo genau so zwischen der puren Grundlagenforschung und dann der Anwendung in der Praxis steht. Wenn Sie von Anwendung in Ihrer Praxis reden, ich habe etwas gelesen von einem Netzwerk von Praxisbetrieben. Was kann ich mir unter dem vorstellen? Das gibt es heute schon und das wird in Zukunft mit dem Zukunftsprojekt eigentlich noch intensiviert. Das ist, dass der Forscher auf den Betrieb selber geht. Also der Forscher geht mit dem Landwirt reden und macht Versuche auf dem Boden des Landwirts. Das kann man natürlich nicht nur an einem Ort machen, weil bedingt Boden ist anders, Klima ist anders, XY ist anders. Und deshalb hat man Netzwerke über die ganze Schweiz verteilt. Möglichst so, dass man die verschiedenen Konditionen einfasst in diesem Projekt. Das ist so ein bisschen die nationale Ebene. International sieht man auch im Internet, sie haben eine spannende Karte. Nehmen wir an, das ist ein Geben und ein Nehmen. Was bringt das der Schweiz, wenn sie da so an Forschungsprojekten mitschaffen? Mehr Wissen in kürzerer Zeit. Und eigentlich mit den heutigen digitalen Methoden spielt es gar nicht mehr so eine Rolle, wie man das Projekt definiert hat, ob der Partner in Frankreich, in Deutschland oder in den USA ist, wie man das Projekt hat. Ich glaube, dass Nähe extrem wichtig ist, wenn man neue Projekte definiert, weil man zufällig über ein Gespräch, das nicht geplant war, eine neue Idee bekommt. Aber sonst ist es eindeutig auch so, dass die Herausforderungen weltweit in der Landwirtschaft gleichen sich. Sehr, sehr ähnlich. Im einen Land, im Süden, ein bisschen ausgeprägter mit der Trockenheit als im Norden. Aber Bodenerhalt, Erosion etc., das ist Pflanzenschutzmitteldiskussionen, die haben wir mittlerweile in Europa auf dem gleichen Niveau wie in der Schweiz. Und das kommt auch in den anderen Erdteilen. Kommt das. Das heisst also, es nützt uns allen, wenn wir uns austauschen. Und es ist natürlich eine Multiplikation von der finanziellen Unterstützung. Also wir mit denen zusammenarbeiten, schauen wir schon, dass wir nicht Doppelspurigkeiten haben, sondern dass man ergänzende Forschung macht, komplementäre Forschung. Gibt es da irgendein Projekt, das Ihnen zum Beispiel speziell am Herzen liegt? Ja, ein sehr schönes Vorzeigeprojekt ist sicher die Rebenzüchtung, die man seit ein paar Jahren mit der INRA zusammen macht, wo wir glaube ich schon, zusammen mit den Inneren auch führend sind in Mehltauresistenz. Also wir haben wirklich können Pflanzenschutzmittel-Einsatz mit diesen Pilzresistenten, mit diesen PV-Sorten um ein X-fach senken. Jetzt geht es einfach nur darum, dass dann auch die Reben abgepflanzt werden. Das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber weder die Inra noch wir bei Agroskop wären bei diesen PV-Sorten so weit, wenn wir nicht zusammen geschafft hätten. Frau Reinhardt, wir kommen zum letzten Teil unseres Gesprächs, wo es um die Zukunft von Agroskop und der Landwirtschaft geht. Wo steht Agroskop in 10 Jahren? Und das ist jetzt wörtlich gemeint, also stehen alle 1000 Mitarbeiter nachher in Bossieu oder gibt es da gute eidgenössische Kompromisse? Ja, und das ist entschieden worden. Der Bundesrat hat am 8. Mai entschieden, 2022. Und die
vom Parlament voll unterstützt. Man hat sich darauf geeinigt, dass es einen Hauptsitz in Bosieu gibt. Daneben wird weiterhin ein Hub, also ein regionales Zentrum im Reckenholz sein. Und eins in Changchun. Reckenholz wird ein bisschen nach dem Plan jetzt grösser werden als Changchun. Gut 200 Arbeitsplätze und in Changchun rund 150. Jetzt gibt es ja verschiedene Forderungen an Agroscope von allen Seiten. Unter anderem hat die Denkfabrik Avenir Suisse 2018 gerade einmal die Auflösung von Agroscope gefordert. Stattdessen sollte die Grundlagenforschung in die ETH Zürich und die anwendungsorientierte Teil von Agroscope in Fachhochschulen integriert werden. Ich nehme an, das dürfte nicht ganz in ihrem Sinn sein. Nein, und das darf auch nicht im Sinn und ist auch nicht im Sinn von der Schweiz, wie wir jetzt in den letzten Monaten ja auch mit der Abstimmung im Parlament gesehen haben. Wir haben eine andere Aufgabe und sind anders aufgestellt als eine ETH oder eine Universität. Die Zusammenarbeit muss da sein, das ist absolut klar. Aber im Gegensatz zu einer Universität oder einer ETH, die ich als Technopark bezeichne, da gibt es unterschiedliche Gruppen, die zusammen aus finanziellen Gründen Facilities teilen. Aber die Gruppen arbeiten sehr unabhängig untereinander. Die sind nicht gezwungen, zum Zusammenarbeiten. Die haben ihre Partnerschaft über die ganze Welt verteilt. Agroscope hingegen muss, und das will ich noch weiter stärken, im System forschen und denken. Wir haben sehr viel mehr feste Arbeitsstellen als an einer ETH oder an einer Uni. Das heisst, wir müssen nicht nur produzieren und publizieren, damit man nachher in der Wissenschaftswelt ein höheres Renommee bekommt. Nein, wir müssen alltagstaugliche Lösungen erarbeiten. Wer macht denn das sonst, wenn es Agroscope nicht mehr gibt? Ich habe Sie vorher gefragt, wo Agroscope in 10 Jahren steht. Eine andere Frage, Sie forschen ja für die Schweizer Landwirtschaft, wo steht die in 10 Jahren? Ich glaube, dass Landwirtschaft für jedes Land etwas ganz Wichtiges ist. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen und will mir nicht vorstellen, dass wir nicht selber auch zu unserer Nahrung beitragen. Und Nahrungsmittel produzieren ist etwas, wo jeder Mensch jeden Tag davon profitiert und braucht. Und es wäre nicht verantwortungsvoll, wenn die Schweiz sich aus dieser Verantwortung herausziehen würde. Also für mich ist es absolut klar, dass wir auch in 10 Jahren noch eine Landwirtschaft haben und Lebensmittel werden produzieren. Die Frage ist viel eher, wie? Wie produzieren wir? Und was produzieren wir? Und wo sagen wir, da ist die Schweiz nicht geeignet, da tun wir vielleicht importieren. Die Schweiz hat nicht die Möglichkeit, je selbst versorgt zu sein. Das glaube ich nicht. Und deshalb müssen wir uns gut überlegen, was machen wir selber und wo zählen wir auf Partnerschaften mit dem Ausland und entsprechende Import. Und der einzelne Landwirt, wird es denn überhaupt noch Betrieb geben? Der Durchschnitt ist ja mit 21 Hektar, also kleinere Betriebe, wie es in der Schweiz eigentlich seit Jahrhunderten fast üblich sind, oder wird es auch in der Schweiz Grossbetriebe geben, wie beispielsweise im Osten von Deutschland? Grossbetriebe haben Vorteile gegenüber dem Kleinbetrieb, aber der Kleinbetrieb hat auch Vorteile gegenüber dem Grossbetrieb. Meine Ansicht ist, dass es stärker wird diversifiziert sein als heute. Also, man wird ganz kleine haben, die in die Nischen arbeiten, und man wird grosse haben, die vielleicht mehr Bulk-Produkte werden herstellen. Nur, und das ist ein grosses Nur, das wird natürlich gesteuert über die Agrarpolitik. Und sehr viele Sachen, die im Ausland möglich sind, sind bei uns gar nicht möglich aufgrund von der Politik. Und da müssen wir uns eben dann auch mal überlegen, ist es richtig, dass wir nur einzig und allein auf die Familienbetriebe setzen? Vielleicht, ich weiß es nicht, heute, vielleicht müssen wir mit unserem Betrieb ein kulturelles Element eben auch abholen, ein soziales Element. Landwirtschaft bietet an der Stadtbevölkerung auch Naherholungsgebiete. Das löst positive Gefühl aus. Und man sieht noch, wie ein Nahrungsmittel entsteht.
überspitzt formuliert würde das ja heissen, der Familienbetrieb wird so ein bisschen ballenbergig und produziert wird irgendwo abgeschlossen. Das ist eine Möglichkeit. Aber die Agrarpolitik bestimmt, wie es wird. Meiner Ansicht nach, wenn wir einzig und allein bei den Kleinbetrieben bleiben, dann werden wir mit dem Selbstversorgungsgrad nicht gross raufkommen. Und dann werden wir vielleicht noch mehr als heute müssen importieren. Das kann aber eine gute Lösung sein. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ist denn das zum Abrunden, werden das schon in der AP 22 Plus drin? Nein, die AP 22 Plus ist immer noch ganz klar. Der Familienbetrieb, ich glaube, der wird auch nie verschwinden von der Schweiz. Wo sonst auf dieser Welt sind sie so nahe bei einem Landwirtschaftsbetrieb? Ich glaube, jeder Einwohner der Schweiz kann wahrscheinlich mit dem Velo zumindest irgendwo hinfahren, wo er noch Landwirtschaftsbetrieb sieht. Und darum sage ich, es ist enorm wichtig, also unsere Kinder müssen wissen, wie die Nahrung produziert wird, woher die kommt und was dahinter steckt. Ich glaube sogar, dass ein Haufen Diskussionen, die wir jetzt führen, die werden auch von Leuten geführt, die gar nicht wissen, wie es eigentlich funktioniert. Und das ist schade. Also das müssen wir unbedingt aufrechterhalten. Und deshalb hat landwirtschaftliche Produktion in der Schweiz für mich nicht nur den Wert von Kalorien, sondern auch einen Wert von Ethik, Verantwortung, Moral und Umwelt verstehen. Ich denke, das ist ein guter Abschluss für unser Gespräch. Frau Reinhardt, wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch.